Einen wunderschönen Nachmittag auf der Gulasch-Programmiernacht 21. Wir befinden uns im Medientheater. Es ist ein wunderschöner, sonniger Tag und trotzdem haben sich so viele Menschen hier gefunden, um über ein Thema zu sprechen, das mir sehr, 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 sehr am Herzen liegt. Haltet mehr Talks, dann brauche ich weniger halten. Bitte, bitte, hört ihr zu, was sie sagt. Lernt es, lebt danach, reicht mehr Talks ein. Es macht unglaublich viel Spaß. Was man dazu braucht, ob es Spaß macht, wie es Spaß macht und so weiter, erzählt euch jetzt die Tanja gleich. Das heißt, begrüßt bitte mit einem ganz, ganz großen Applaus Tanja Wawuschl mit Traut euch, Talks zu halten und dabei zu atmen. Hallo, genau. Wie kommt es denn dazu, dass ich sage, mit atmen? Dazu kommen wir gleich noch. Das ist auf jeden Fall wichtig, deswegen hat mich der Lehrer auch gerade daran erinnert. Du musst atmen, Tanja. Erstmal ein Disclaimer. Meine Aussagen sind manchmal oder oft mit Augenzwinkern zu sehen. Bitte nicht zu ernst nehmen. Dieser Talk dreht sich wie immer um meine persönlichen Erfahrungen rund ums Talken im Chaosumfeld. Ich erhebe keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit meiner Aussagen. Als Content Notes noch. Dieser Talk wird auf Imposter-Syndrom und Lampenfieber eingehen. Ich glaube jetzt nicht, dass es so triggert, aber trotzdem. Was sind die Ziele meines Talks? Die Chaos-Events brauchen mehr und vielseitigere Beiträge und die gibt es nur, wenn ihr euch traut, Talks zu halten. Deshalb möchte ich euch Mut machen, Talks zu halten. Ich finde es übrigens ganz toll, dass wir dieses Jahr einen viel besseren Fahrplan, viel vielseitigeren Fahrplan haben als letztes Jahr bei der GPN. Ganz wichtig ist aber dieses Atmen. Ich hatte letztes Jahr auf der GPN einen Vortrag über Borderline. Ich habe zu Hause 50 Minuten gebraucht, auf der GPN 30. Dann auf dem Easter Hack, ich hatte genau 50 Minuten, nein, wieder auf dem Easter Hack, 30 Minuten gebraucht. Okay, warum? Der Waffelkeks-Opa zu mir, also der Lehrer, Tanja, ab und zu mal atmen wäre ganz gut. Okay, wie ich dann so bin, ich vergesse zu atmen? Und dann habe ich dann mal recherchiert, warum zur Hölle vergesse ich zu atmen? Also, SpeakerInnen vergessen zu atmen wegen Lampenfieber, dazu habe ich noch mehr, wegen Sauerstoffüberschuss. Das ist was wirklich, wo ich zu mir selber sage, das ist so bescheuert eigentlich, wieso mache ich das? Kurz vorm Talk denke ich mir, atmen, was ist das? Das ist auch kein Reflex, da muss ich aktiv dran denken. Nur wenn ich ganz tief einatme, dann atme ich auch wirklich, dann habe ich auch wirklich Luft. Nein, ich habe nicht die letzten 41 Jahre automatisch geatmet, Tag und Nacht, ohne drüber nachzudenken. Ich muss das jetzt ganz bewusst machen. Das führt dann dazu, dass der Puls in die Höhe schießt. Man hat einen knallroten Kopf. Ich habe euch nachher noch ein Bild von mir, letztes Jahr nach der GPN, ich war knallrot. Eine instabile Stimme und wir bekommen nicht mehr mit, was wir sagen. Das ist dann so, ist jetzt mein Talk schon fertig? Wieso ist jetzt mein Talk schon fertig? Eine weitere Ursache dafür ist nervöser Sprechdurchfall. Das gibt es auch bei ADHS. Da nenne ich mich immer Blubbersprechwawuschel, weil ich alles schnellstmöglich sagen will, in einen Satz einbauen, weil ihr könntet ja wegrennen. Das führt dann erst recht zu Sauerstoffmangel und zu gepresster Aussprache, Marathonsätzen ohne Punkt und Komma und natürlich ohne Atmen. Und das Sprechen fühlt sich mühsam an. So hoffentlich bin ich gleich am Ende, weil ich kann nicht mehr reden. So, also atmen, halbiert zwar die Zeit, die ich hier auf der Bühne reden muss, aber ihr habt mehr Zeit für Fragen und vor allem, wenn niemand Fragen hat, gibt es mehr Zeit für Stille, die auch wirklich sehr irritierend ist. Und was ich in meinem Talk sagen möchte, meine Botschaft kommt ja gar nicht an, weil wenn ich zu schnell rede, nehme ich euch die Zeit, um meine Aussagen aufzunehmen. Deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich mich denn dazu bringen, zu atmen? Erstmal tatsächlich vor dem Talk eine Atemübung machen. Ganz bewusst einatmen und ausatmen. Dann habe ich mir dieses Mal vorgenommen, Pausen zu machen. Satzzeichen sind Pausen. Und ich möchte nach jeder Folie kurz Pause machen, damit ihr die nochmal lesen könnt. Damit meine Botschaften auch wirklich ankommen können. Außerdem wollte ich die erste Reihe, die besteht nur aus einer Person, um Hilfe bitten. Signalisier mir bitte, wenn ich zu schnell rede und oder vergesse zu atmen, ehe wir noch das Zert rufen müssen, weil ich keine Luft mehr habe.
Dann hatte ich noch was anderes, was mir aufgefallen ist an mir. Wie gesagt, auf DGPN letztes Jahr hatte ich ca. 45, 50 Minuten zu Hause gebraucht. Aber auf dem Event war ich nach 30 Minuten fertig. Dann hatte ich einen Talk of Fire Chance. Da habe ich beim Üben 70 Minuten gebraucht. Auf dem Event 75, also sogar länger. Dann wieder auf dem Easter Hack, zu Hause 45 Minuten. Auf dem Event knapp 30 Minuten. Ich so, okay, warum? Was? Hä? Jemand eine Idee? Ihr seid nicht gefragt, ihr wisst es. Ja? Die Umgebung? Nein. Kannst du es wiederholen? Das die Umgebung war ein Vorschlag. Noch jemand eine Idee? Nein, am Atmen lag es tatsächlich nicht. Es lag daran, ich hasse es zu stehen. Dann läufe ich noch mehr weg. Jetzt stehe ich hier im Medientheater, genau. Ich hasse es zu stehen und deswegen versuche ich noch schneller zu reden, dass ich nicht so lange stehen muss. Das funktioniert nur nicht, weil ich stehe hier bis so lange, bis mein Talkslot rum ist, weil ihr könntet ja Fragen haben. Aber wenn ihr auch individuelle Bedürfnisse habt und ihr überlegt, euch einen Talk zu halten, redet mit der Event-Orga oder dann mit dem Herold, Heroldin. Die sind nämlich da, damit ihr euch bei eurem Talk wohlfühlt. Die sind für euch da. Lasst euch davon nicht abschrecken, Talks zu halten. Es gibt nämlich für alles eine Lösung. Ich müsste jetzt zum Beispiel nicht hier im Medientheater stehen, ich hätte auch im Vortragssaal sitzen können. Das Einzige, was euch niemand abnehmen kann, das Einreichen und Halten der Talks. Wirklich, ihr als Speakerin steht im Mittelpunkt. Wenn in dem Moment, wo ihr einen Talk haltet, seid ihr im Fokus. Das heißt, eure Bedürfnisse sind das, was gerade entscheidet. Die HeroldInnen sind da, damit ihr euch wohlfühlt, während ihr euren Talk haltet. Wenn Probleme auftreten bei den Zuhörenden, ist es nicht die Aufgabe vom Speaker, sondern dafür rennt dieser Mensch darum. Die Bedürfnisse, ob ein Headset, das Schwanenhalsmikro, die Art der Präsentation, vielleicht braucht ihr zwei Bildschirme, das entscheidet ihr und das VOG richtet sich dann nach euren Bedürfnissen. Es ist nur wichtig, dass ihr die kommuniziert. Weil natürlich, die Bühne gibt es gibt das Medientheater, es gibt Mikrofone, aber ohne euch als Speaker bringt das alles nichts. Okay, klingt jetzt alles ein bisschen methodisch, keine Angst, es ist noch keine Speakerin vom Himmel gefallen. Ich habe das ausprobiert, es funktioniert nicht. Es gibt auch kein Patentrezept für gute Talks. Und ganz ehrlich, was bitte sind denn gute Talks? Ist es ein guter Talk, weil die Frau mit den giftgrünen Haaren da steht? Ist es ein guter Talk, weil ihr mit den Waffelkeksen bestochen werdet? Weil der Saal voll ist? Wer definiert das denn? Eben niemand. Was meiner Meinung nach die wichtigsten Zutaten sind, Inhalt, zu dem ihr selbst stehen könnt. Egal, was es für ein Inhalt ist, ihr müsst selbst dazu stehen können. Ich bin der Meinung, Übung macht einen guten Talk. Ja, auch für dich. dann Erfahrung. Das habe ich selber auch gemerkt. Jetzt stehe ich zum, ich weiß nicht, fünften Mal, glaube ich, hier und halte einen Talk. Die Erfahrung macht es dann auch, das Umfeld kennen und so. Und um euch das zu zeigen, habe ich jetzt einfach mal ganz egoistisch meine eigene Entwicklung mitgebracht. Auf meine Laberchronik. Immer so eine Beispielfolie noch davon. Mein erster Talk war auf der GPN 18. Ich habe gedacht, ich kann doch diesem Chaosumfeld, da geht es um Technik und so, nichts vermitteln. Deswegen habe ich den Habrock mit auf die Bühne geschleppt, obwohl eigentlich ich den ganzen Talk geschrieben hatte. Weil, ja, er braucht was. Und hatte ich mir beim Lehrer abgeguckt, Bestechungsmaterial. Waffelkekse waren schon vergeben, deswegen gab es Mäuse, zumal ich ja Katzen habe, Mäuse. Ich hatte Folien mit Animation. Und ich war fürchterlich nervös und ängstlich. Woran mich der Waffelkeks-Opa vor dem Easter Egg Talk auch sehr deutlich erinnert hat. Tanja, weißt du noch, wie nervös du damals warst? Weißt du das noch? Weißt du das noch? Und der Mann meinte dann, komm, wir schauen uns mal diesen Vortragssaal an. Guck mal, der ist so schön groß. Zum Thema Animation von Folien. Es kommt auf den Inhalt eures Talks an. Von dem lenken Animationen ab. Außer natürlich, ihr habt einen Talk über Animationen. Mich würden sie selber auch ablenken, zumindest ich habe ADHS, da sagt man ja immer, hey, look, a squirrel, weil ich erzähle irgendwas, dann lenkt mich irgendwas ab. Und das würde eine Animation bei mir machen, deshalb habe ich keine Animationen mehr drin, damit ich mich selber nicht unterbreche. Ich habe aber für mich tatsächlich auf den Folien immer Bilder, damit ich nicht vergesse, was ich sagen möchte. Ganz wichtig ist mir aber auch, Animationen verleiten zum Verbasteln. Und damit vergeudet ich dann Zeit,
die ich aber besser für Content nutzen würde. Ich habe noch kein Handzeichen bekommen, ich scheine gut zu atmen heute. Dann auf der GPN 19 hatte ich 2 Talks. Der erste war mit Habrock, das ging aber nicht anders, weil ich habe keine Ahnung von Technik, aber von Psyche. Und deswegen haben wir es dann zusammengehalten. Wir haben dann zum ersten Mal Bestechungsmaterial weggelassen. Ich dachte mir, ich muss mit meinem Talk die ganze Zeit füllen, die ich eingereicht habe. Nee, muss ich nicht. Und ich dachte mir, Talks müssen witzige Elemente haben, sonst sind sie nämlich langweilig. Das ist genauso Quatsch. Es kommt auf den Inhalt an. Ich war nicht mehr sehr nervös, ich war nur nervös und habe gesagt, ich brauche unbedingt diesen Lyra als Herold, weil den kenne ich schon. Das haben wir letztes Mal zusammen geschafft, das schaffen wir dieses Mal auch wieder. Dann zum Thema Zeit bzw. Dauer von Talks. Ihr denkt euch vielleicht, wenn ihr so ein CFP seht, boah, 30 Minuten, wie soll ich die denn füllen oder 60 Minuten? Zum einen sind diese 30 oder 60 Minuten inklusive Zeit für Fragen. Das heißt, wenn er die nicht ganz füllt, dann gibt es die Möglichkeit, dass das Publikum Fragen stellt. Wenn ihr die Zeit ganz füllt und es gibt trotzdem Fragen, dafür gibt es dann Folien mit Kontaktmöglichkeiten oder ihr verlagert es einfach an die Bar. Talks dürfen immer kürzer sein und ganz ehrlich, lieber kürzer als kunterbunter Inhalt. Das habe ich auch versucht, das irritiert nur alle. Talks sollten auch nicht überziehen, können sie auch gar nicht. Der Lehrer wird mich nämlich sonst von der Bühne werfen. Oder wenn ihr einen Talk haltet euch. Lach nicht so gehässig, ist so. Er hat gelacht. Einer muss schuld sein. Dann die Sache mit der Zeit habe ich mir noch gedacht, so, ich weiß nie, wie das funktionieren soll, schon wirklich beim CFP zu sagen, okay, ich brauche 30 Minuten oder 60 Minuten. Aber gut, ich quassel dann halt die weitere Zeit voll, deswegen nehme ich immer den längsten Slot. Eine Idee wäre vielleicht, aber ich glaube, das Content-Team würde mich auslachen. Ja, kann man vielleicht dann im Endeffekt, wenn ihr es angenommen habt, noch sagen, okay, ich brauche doch nur 30 Minuten? Wahrscheinlich nicht, aber gut, war eine Idee. Dann auf der GPN 19 hatte ich dann, der zweite Talk war mein erster Talk alleine. Da dachte ich immer noch, ich muss interagieren, sonst bin ich langweilig. Nein, es kommt auf den Inhalt an. Ich war sehr nervös, aber es ging eigentlich schon wieder. So, zum Thema Interaktion mit Zuhörenden. Das ist wirklich eine absolut individuelle Frage. Es gibt Gründe für Interaktion, die Zuhörenden bleiben wach, der Talk wirkt lebendiger und lockerer. Aber ganz ehrlich, fragt bitte zum Beispiel den Waffelkeks-Opa, warum der das macht, weil bei mir ist es eher so ein Please don't talk to me. Es lenkt mich, wie gesagt, wegen meinem ADHS wahnsinnig ab. Und bei meinen Themen, ich habe ja meistens was über Psyche oder so, finde ich es persönlich auch unpassend, dann zwischendurch gefragt zu werden. Deshalb habe ich immer Zeit für Fragen, wobei ich glaube heute nicht. Und Kontaktmöglichkeiten auf der letzten Folie. Dann letztes Jahr auf der GPN habe ich einen Talk über meine Borderline-Persönlichkeitsstörung gehalten. Das war mein erster Talk über ein sehr persönliches Thema, was mir natürlich auch sehr am Herzen liegt. Und somit mein erster Talk, da habe ich wirklich stundenlang, ich glaube, ich saß da 2 Wochen und habe recherchiert. Das ist auch was, ihr müsst es nicht. Wenn ihr einfach sagt, ich habe einen Talk, ich kann in der Stunde vorher schreiben oder direkt, wenn ich auf der Bühne stehe, ist das okay. Ich möchte immer recherchieren. Und bei dem Talk habe ich gesagt, da kommt es aber, da kommt es wirklich auf den Inhalt an. Aber da war ich furchtbar panisch und gelähmt. Ich hätte den Talk beinahe nicht gehalten. Also wirklich. Ich saß da, ihr kennt den Diner, denke ich, am Eck. Ich saß in diesem Diner und ich so zu meinem Mann, nee, ich gehe jetzt hier nicht weiter. Nein, ich gehe nicht in diesen Saal. Nein, unter keinen Umständen. Und ihr seht, glaube ich, auch auf dem Bild, ich habe mich dann auch an diesem Pult festgehalten. Der Weg von dem Diner in den Vortragssaal war viel länger gefühlt, als diesen Talk zu schreiben. Das war aber Lampenfieber. Lampenfieber ist wichtig. So, jetzt wieder gut? Gut. Mir ist noch wichtig zu sagen, wenn ihr sehr persönliche oder psychische Themen habt, wenn ihr das überlegt, nehmt euch Zeit, den Talk zu erstellen. Weil gerade wenn ihr selber auch betroffen seid, kann es gut passieren, dass ihr euch selbst während der Recherche und dem Erstellen der Folien irgendwie triggert. Solche Talks solltet ihr auch wirklich nur auf Events machen, wo ihr Herold oder Heroldin habt oder vielleicht, wenn es dort keine gibt, trotzdem jemanden bitten, mit dabei zu sein. Weil ihr müsst dann auf eure Grenzen achten. Und bedenkt, dass so ein Talk über eure eigene Psyche und persönliche Themen gegen euch verwendet werden kann. Meine Erfahrung ist, wurde gegen mich verwendet.
Ich habe auf Feierchance dann trotzdem einen Talk gehalten. Nochmal über Borderline, dann eben die 75 Minuten. Dafür habe ich, glaube ich, wirklich 4 Wochen recherchiert, habe zwischendurch mehrfach die Ideen umgeschmissen und wirklich nur Fokus auf den Content gelegt. Das fiel mir auch viel leichter, weil es war niemand da. Ich habe ja niemanden gesehen. Bei Firefox war das einfach, ich spreche in meinen Monitor. Da dann zur Frage, ob ZuhörerInnen weglaufen, was ja einer meiner Gründe für atemloses Reden ist. Da denke ich mir, und auch wenn ihr selber mal einen Talk haltet, denkt da dran. Die Personen, die weglaufen, die verlieren selber was. Das ist deren Problem. Jeder von uns Speakern, der hier steht, hat ein für uns selbst wichtiges Thema, mit dem wir uns ausführlich für euch befasst haben. Wer uns nicht zuhören will, verpasst was. Aber wenn ich zu schnell rede, macht es für euch, die mir zuhören wollen, es viel schwieriger, meinen Content aufzunehmen. Und das ist schade. Und deshalb, wer weglaufen will, soll das tun, ist egal. So, dann der Easter Hack. Da hatte ich vorher den Datenschleuder-Artikel geschrieben. Und dann stand ich da, ich so, oh, hier habe ich ja gar keinen Herold. Wenn irgendwas schief geht, das wäre jetzt schlecht. Und während dem Talk habe ich gemerkt, es tut gar nicht weh. So, in dem Talk hatte ich sehr viel Waffelkeks-Opa-Diss. Ich weiß nicht, hat den Talk jemand gesehen vom Easter Hack? Niemand. Ja, ihr, super. Ah, da hatte ich sehr viel Waffelkeks-Opa-Diss. Das habe ich dann aber gemerkt, es lenkt vom Content ab. Da hat mich der Lehrer am Donnerstag drauf angesprochen. Der Lehrer, das ist voll okay, Tanja, aber brauchst du denn überhaupt für deinen Content? Ist das irgendwie, hat dich das weitergebracht? Dann habe ich mich am Donnerstag mal gefragt, warum mache ich das eigentlich? Also ich meine, ich arbeite noch an einer ausführlichen Antworterklärung, das dauert bei meiner Psyche immer länger, aber unsere private Freundschaft gehört nicht in meine Talks und unser Mastodon-Diss auch nicht. Diese Gaudi schadet nämlich der Botschaft meiner Talks. Aber Leute, der Waffelkeks-Opa ist ein verdammt guter Lehrer. Der Lehrer hat mich damals zum Talken gebracht. Der hat mir gesagt, Tanja, auf das musst du achten. Da schneller, da langsamer. Das rein, das raus. Und wenn ihr das erste Mal einen Talk haltet, ich glaube, ihr könnt wirklich keinen besseren Herold erwischen als den Lehrer, weil der ist immer so motivierend und so, ich bin noch nicht fertig, warte doch mal. Deswegen, du bist ein wirklich verdammt guter Wegbegleiter und Lehrer für neue Speakerinnen. Und an Vertrauten wollen wir Menschen festhalten. Nur irgendwann sind wir, so geht es mir jetzt auch, das habe ich jetzt gemerkt, keine neuen SpeakerInnen mehr. Und dann ist es Zeit loszulassen und wirklich eigene, unabhängige Wege zu gehen. Ich habe euch jetzt mal einen Vergleich der Überzeugungen von Lyra und mir zum Talks halten mitgebracht, um zu sehen, dass es für mich tatsächlich Zeit ist, den Lyra loszulassen. So. Für mich ist es so, ich habe meine Talks circa 2 Wochen vor dem Event fertig, damit ich sie noch üben kann, weil es mir wichtig ist. Ich weiß nicht, wer schon miterlebt hat, wann der Lehrer seine Talks fertig hat, so 5 Minuten vorher vielleicht. Dann, wie gesagt, der Lehrer braucht die Interaktion mit Zuhörenden, inklusive die Bestechung durch Waffelkekse. Ich möchte gerade keine Interaktion, weil es mich ablenkt. Bei mir sind die Themen eher so Psychologie, also sehr am Rande des CCC-Kernfelds. Lyra hat Technik und Technik-Bashing, Kernthemen des CCC. Ich habe das Gefühl, du nutzt deine Folien zur Unterstützung des Gesagten, während sie bei mir der rote Faden für mich sind. Schon auch für euch, aber ich habe zum Beispiel meine Bilder, damit ich weiß, bevor ich meinen Text lese, worum geht es gerade auf meiner Folie. Aber so ist es immer. 3 Speaker, 5 Meinungen. Macht was Lustiges. Der Lehrer und ich hatten mal überlegt, zusammen einen Talk zu halten. Wir würden es nicht zusammen auf diese Bühne schaffen, ohne uns irgendwie an die Gurgel zu gehen, weil wir so unterschiedliche Vorstellungen haben. Schon unsere mittlerweile 2 Workshops waren wegen dieser unterschiedlichen Vorstellungen sehr spannend. Was ich euch damit sagen will, you can go your own way. Ich möchte euch keinen Ohrwurm geben, sondern ich möchte euch sagen, wenn ihr die Idee habt, einen Talk zu halten, findet euren eigenen Weg, eure Talks vorzubereiten, zu erstellen und zu halten. Euer Weg dafür ist der für euch richtige. Also nochmal, danke, lieber Lyra, kannst du gerade mal kurz herkommen? Ich werde jetzt auf meine Talks und Themen angesprochen. Und dafür möchte ich übrigens noch an euch alle Danke sagen. Danke fürs Hiersein, für euer Interesse an meinen Talks. Dieses positive Feedback tut wirklich, wirklich gut. Du bist ein verdammt guter Lehrer. Und fragt ihn, wenn ihr Hilfe mit euren Talks braucht.
ehe ihm langweilig wird, weil ich ihn nicht mehr brauche. Schon gar nicht, um euch zu unterhalten. Ich habe ein kleines Abschiedsgeschenk für dich. Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Danke dir. Und ich bin gleich weg. Was sie gesagt hat, ich stehe jederzeit gerne zur Verfügung. Es haben schon ein paar Leute gefragt. Mach deinen Talk weiter. Ja. So, dann, wie hatte ich schon angesprochen, ich war vor dem Easter Egg Talk überhaupt nicht nervös. Weil es den Waffelkeks-Opa zurecht gestört hat, weil Thema Lampenfieber, das dürft ihr jetzt mal selber lesen, dass ich mal was trinke. Hier, Wikipedia, sowieso bin ich vertrocken. Zusammengefasst, Lampenfieber ist zwar das, was uns daran hindert, eben diese Schritte vom Diner hierher zu laufen, hat aber auch positive Aspekte. Erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentration, dank Noradrenalin und Adrenalin. Und ganz ehrlich, wenn ich hier als Roboter stehen würde, die ihre Talks runterbetet, würde mich das nicht so menschlich und nicht, überhaupt nicht authentisch als Speakerin machen. Aber gerade diese Nervosität ist das, was euch als Speaker dann auch eben menschlich und authentisch macht. Lampenfieber ist eine biologische Reaktion. Wir haben alle Lampenfieber. Niemand, der einen Talk hält, kann mir erzählen, dass er kein Lampenfieber hat. Trotzdem hier zu stehen, ist eine Leistung, unabhängig davon, wie der Talk wird. Das Content-Team ist auch happy, wenn es einen vollen Fahrplan hat. Und ihr freut euch, dass wir Speaker hier am Pult stehen, weil wir uns trauen, einen Talk zu halten und ihr deshalb nicht müsst. So, deswegen, ich habe mich dann auch etwas entwickelt. Ich hatte jetzt für die GPN habe ich heute meinen Meta-Talk übers Talks halten, einreichen und erstellen. Morgen habe ich einen Talk zum Thema Cybermobbing. Wenn ich hier von der Bühne gehe, habe ich dann relativ sofort meinen Workshop über Cybermobbing. Und ein Workshop war für neue SpeakerInnen ganz kurzfristig angesetzt, keine 14 Stunden vorher. Tanja, Lara, könntet ihr kurz einen Workshop halten für neue SpeakerInnen? Ja, okay. Witzig fand ich nur, dass mich das Content-Team da eine erfahrene Speakerin und ein Profi genannt hat. Bin ich jetzt ein Talk-Profi? So schnell? Ich weiß ja nicht, aber ganz ehrlich, wenn ich erfahren und ein Profi bin, dann könnt ihr das auch werden. Ihr müsst euch nur trauen, euer Thema in den Talk zu packen, den einzureichen und zu halten. Jetzt kommt ihr wahrscheinlich mit, ich habe nichts Interessantes zu sagen oder interessiert mein Thema irgendwen? Ich habe mir da zwei Beispiele genehmigen lassen. Einmal das erste war Might Work for Coffee. Die Frage, gibt es Interesse für einen Remote Sensing Workshop Vortrag bei der GPN? Ich so, ich habe zwar keine Ahnung, was du gerade gefragt hast, aber das klingt nach Technik. Schau dich doch bitte mal bei den Kernthemen vom Chaos Computer Club an. Natürlich interessiert das Menschen. Er kann jetzt leider doch nicht da sein, aber ich hoffe, dass wir deinen Talk demnächst dann mal sehen werden. Zu dem Thema habe ich aber noch eine kleine Anekdote für euch. Habrock und ich waren im April 2015 im Technikmuseum Speyer. Da war ein Vortrag, wohin reist unser gemeinsames Raumschiff Erde. Habrock fand diesen Vortrag, der glaube ich gefühlt irgendwie 3 Stunden ging, total interessant. Die Mehrheit der Zuhörenden war zu Tode genervt, dass uns da jeder einzelne Satellit und was er macht und wie er genau funktioniert vorgestellt wird. Irgendjemand von euch eine Idee, warum die Mehrheit der Zuhörenden wahnsinnig genervt war? Ja. Zu viele Details? Zu viele Details? Nein. Ja. Ein Mismatch zwischen Erwartungen und was dann tatsächlich kam. Das ist gut. Ein Unterschied zwischen Erwartungen und was tatsächlich kam. Angekündigt war nämlich nur ein Vortrag von Alexander Gerst über sein Leben auf der ISS. Und entsprechend war dann auch das Publikum. Da waren Kinder, da waren unterschiedliche Interessen. Niemand hat diesen Vortrag über die Satelliten erwartet. Was ich damit sagen will, ihr solltet, wenn ihr einen Talk einreicht, schon so ein bisschen aufs Publikum und dessen Erwartungen achten. Wenn ich jetzt hier vor euch stehen würde und euch einen Talk über diverse Meinungsstreit in Jura halten würde, wäre jetzt auch irgendwie unpassend. Deswegen schon so ein bisschen drauf achten. Dann hatte Lea noch ein Beispiel. Hätte jemand Interesse an einem Talk zu Kuriositäten, die auftreten, weil Computer so rechnen, wie sie rechnen? Der Talk war ja nun schon am Donnerstag. War der eigentlich voll? Oh. So. Ich hatte dann auch so, ich hatte eine Umfrage gemacht und 237 Leute, 98%, ja bitte, ja, natürlich besteht daran Interesse. Aber so grundsätzlich,
Wir sind das Chaos und groß. Jedes Thema wird Interessierte finden. Erst recht mit Cat-Content. Ja, kein Talk von mir ohne Cat-Content. Mhm. Das sind unsere sechs. Batman, NASA, Hope, Finn, Soxy, Weihnachtsbaum und River. Ja, River ist wegen Dr. Huso genannt. Dann hatte Lea noch was geschrieben. Kommt euch das vielleicht auch bekannt vor? Schon mal vorab, meine Expertise besteht aus meinen eigenen und selbst gecodeten Stolperfallen und das, was mir im Studium und online bisher so begegnet ist. Ist also so ein Fun-Talk für Personen, die davon noch nicht so viel gehört haben. Jemand eine Idee, worauf ich darauf hinaus will? Das Imposter-Syndrom, der XKCD zum Imposter-Syndrom lebt. Lea hat mir auch erlaubt, das so zu benutzen, weil ich denke mal, ihr kennt diesen XKCD. Da wird eine Expertin vorgestellt, die weltweite Expertin am Imposter-Syndrom, und sie so, nein, da gibt es doch noch andere, die Ahnung haben. Und genau daran hat mich Lea auch erinnert, mit ihrem, Moment mal, das ist doch, was du gerade sagst, ist Imposter-Syndrom. Ich hatte mich mit Leuten unterhalten, die in Leas Talk waren, die meinten, ja, das war auch nichts für Leute, die davon keine Ahnung haben. Das war schon ziemlich kein Grund für Imposter-Syndrom. Worauf mich aber Lea noch gebracht hat, viel zu viele Nerds, ich nicht, haben Imposter-Syndrom und würden deshalb keine Talks einreichen. Und ich finde das total schade und deshalb möchte ich jetzt euch mir das Imposter-Syndrom und ein paar Skills dagegen vorstellen. Imposter-Syndrom ist auf Deutsch Mogelpackungssyndrom. Es ist ein psychologisches Phänomen, also keine Erkrankung. Ihr werdet da auch keine Therapeutin finden, die euch helfen. Ihr müsst da selber rauskommen. Imposter-Syndrom heißt, dass die Betroffenen trotz objektiv Sicht und messbarer Fakten für ihre Fähigkeiten und Erfolge überzeugt sind, dass sie die Erfolge und die Anerkennung nicht verdient haben. Die gehen davon aus, dass andere sie bald als Mogelpackung entlarven werden. Die haben auch eine Unfähigkeit zur realistischen, objektiven Selbsteinschätzung, erhebliche Selbstzweifel, Angst, erfolgreich zu sein, weil Erfolg natürlich die Wahrscheinlichkeit aufzufliegen erhöhen würde. Oder dieses, ich halte einen Talk über ein Thema, was mich interessiert. Irgendwer im Publikum weiß bestimmt mehr darüber. Das ist die Denkweise der Betroffenen. Und dann immer auch, wenn jemand dann positives Feedback hat, traut man dieser Person dann nicht mehr als Betroffener. Und immer zu viel erreichen wollen. Es gibt es fünf Typen vom Imposter-Syndrom. Einmal SuperheldInnen mit Imposter-Syndrom. Die haben das Gefühl, in allen Lebensbereichen Superheld, herausragend sein zu müssen, um nicht als Mogelpackung aufzufallen. In allen Lebensbereichen. Die müssen immer den perfektesten Haushalt haben, müssen im Job immer die Besten sein. Und sie reichen keine Talks ein, weil sie den besten Talk des Events machen müssten. Nochmal die Frage, was ist denn eigentlich der beste Talk des Events? Wer definiert das? Ist es die besten Folien? Ist es, weil niemand anderes, weil der Saal voll ist? Genau, es gibt gar keine Definition dafür. Und auch weil sie nicht die Zeit finden werden, stundenlang Folien zu erstellen, dafür tiefe Recherchen zu betreiben und sowas. Wie gesagt, das ist überhaupt gar kein Muss. Ihr könnt euch auch einfach hier hinstellen und ohne Folien einen Talk halten. Mein Tipp für SuperheldInnen mit Imposter-Syndrom, die Ideen für Talks haben. Wer sagt denn, dass ihr eure Talks für bestimmte Events timen müsst? Schreibt sie doch einfach, sobald das Thema und die Zeit da ist. Schreibt es nicht erst nach Annahme des Talks und auch nicht erst 5 Minuten vor dem Talk. Nutzt die Zeit für den Talk zu schreiben, wenn ihr sie habt. Lieber einen fertigen Talk nach Annahme aktualisieren, als gar keinen Talk halten. Ich halte mich selber auch nicht so wirklich daran. Ich kriege es nie hin vor der Annahme, aber meine Talks sind trotzdem rechtzeitiger fertig. Dann gibt es das Natural Genius mit Imposter-Syndrom. Die glauben, dass sie eine Mogelpackung sind, weil erworbene, angeeignete Fähigkeiten in ihrem Denken weniger wert sind, als etwas auf den ersten Versuch und ohne Einarbeitung zu können. Wir konnten als Kinder nicht mal ohne Übung Fahrrad fahren. Die würden keine Talks einreichen, weil sie irgendwas nicht auf Anhieb geschafft haben, was anderen nach ihrer persönlichen Überzeugung aber gelingen würde. Oder praktisch, weil sie zum Beispiel nicht verstehen, wie sie Folien erstellen. Mein Tipp für Natural Geniuses mit Imposter-Syndrom, die Ideen für Talks haben. Schaut euch die ersten Talks von einer Person an, die ihr heute als gute Speakerin beschreiben würdet. Die Folien, den Sprachstil, das Atmen. Und dann werdet ihr merken, dass
alle SpeakerInnen hier eine Entwicklung machen. Dann gibt es auch die ExpertInnen mit Imposter-Syndrom. Die glauben, dass sie nur dann ExpertInnen und eben keine Mogelpackungen sind, wenn sie wirklich alles über ein bestimmtes Thema wissen. Die würden keine Talks halten, weil sie noch nicht jedes noch so kleine Detail über ihr Thema gelesen und verstanden haben. Es ist aber, wenn man realistisch gesehen, gar nicht möglich, jedes noch so kleine Detail, weil zu den meisten Sachen kommt immer irgendwas Neues oder weil ein Projekt noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb möchte ich ExpertInnen mit Imposter-Syndrom mal anregen, versucht mal einen Perspektivwechsel. Okay, euer Projekt ist noch nicht abgeschlossen, aber was, wenn jemand unter den Zuhörenden ist, der interessanten Input hätte, sich aber selbst nicht traut, einen Talk zu halten? Talks helfen auch als Networking. Eine andere Expertin aus unserem Easter Hack Workshop fand ich eine sehr schöne Frage. Darf ich einen Talk über Aussagen meiner Profs in Vorlesungen halten, die ich von der Art her, vom Inhalt her fragwürdig finde? Weil ich meine, das sind doch Expertinnen, die sind Prof. Ich bin ja nur Laie-Studentin. Da war dann unsere Antwort, ja natürlich, es ist dein Talk über dieses Thema. Es ist deine Sprachwahl, dein Stil, dein Content. Ihr entscheidet, wie euer Talk aufgebaut ist. Dann gibt es PerfektionistInnen mit Imposter-Syndrom. Die haben an sich selbst den unerfüllbaren Anspruch, 100% perfekt zu sein. Niemals Fehler zu machen. Also sowas wie, ich habe einen Kommafehler auf meinen Folien. Mir sind meine auch aufgefallen, ich habe es jetzt absichtlich mal gelassen. Die PerfektionistInnen mit Imposter-Syndrom fokussieren sich dann auf kleine Schwächen und Fehler, statt Stärken und Erfolge zu sehen. Also auf der einen Folie hatte ich einen Schreibfehler, das ist viel schlimmer. Nein, ist es nicht. Konzentriert euch auf eure Stärken und Erfolge. Die fühlen sich als Mogelpacke und nicht geeignet für Talks, weil das Projekt überhaupt schon mal solche Fehler haben könnte. Da nochmal, es klingt banal, aber wenn es euch so geht, macht euch bewusst, ChatGPT und ähnliche Systeme sind vermeintlich unfehlbar. Ihr seid aber keine Roboter, ihr seid Menschen. Menschen machen Fehler und unsere Fehler und Unzulänglichkeiten machen uns erst menschlich und auch interessant als SpeakerIn. Dann gibt es auch noch EinzelkämpferInnen mit Imposter-Syndrom, deren Selbstwertgefühl, Vertrauen in eigene Kompetenz und Fähigkeiten ist nur da, wenn alles ohne jede Hilfe erreicht wird. Sonst, nein, ich kann was nicht alleine, deswegen bin ich eine Mogelpackung. Die würden keine Talks halten, zum Beispiel, weil sie ihr Projekt oder Erfolg mit einer oder mehreren anderen Personen erreicht haben oder weil sie Präsentationen nicht alleine erstellen können, also nicht das nötige Fähigkeiten und Wissen hatten oder immer noch haben. Naja, klingt total banal, aber es ist doch ganz einfach. Animiert die Leute, die mit euch das Projekt im beruflichen Erfolg gemacht haben, einen Talk zu halten. Die wollen nicht. Ja, dann gibt es doch keine bessere Person als euch, die ihr euch trauen würdet, den Talk zu halten, weil ihr seid die einzige Person, die sich traut. Noch ein interessantes Beispiel aus dem Easter Hack Workshop. Die Person sagte, beruflich halte ich über mein Thema Vorträge vor Gemeinderäten, Verbänden und sowas. Die rechne ich dann auch immer schön klein, dass die Leute es verstehen, mache es ganz einfach verständlich. Aber die ganze CCC-Bubble, die wissen doch alle schon über mein Thema Bescheid. Das bringe ich doch also nichts Neues. Das interessiert doch keinen mehr. In so einer großen Bubble wissen nicht alle über jedes Thema auch nur irgendwas. Die Löt-Workshops bei jedem Event sind immer ausgebucht. Wen es nicht interessiert, ne, der bleibt halt draußen. Es gibt doch keinen Zwang, Talks zu gucken. Reicht es einfach trotzdem ein. Jetzt habe ich euch wunderschön diese 5 Typen präsentiert. Es wäre ja aber viel zu einfach, wenn die einzeln auftreten würden. Die Regel sind Mischtypen. Diese Typen sind natürlich beliebig kombinierbar. Es kann vielleicht sein, dass jemand nur einen hat oder 2 oder alle 5. Dann helfen euch Skills für einzelne Typen nichts. Dann braucht es übergreifende Skills. Ich habe meinen Mann gebeten, weil er hat Imposter-Syndrom, ich habe es nicht, mir zu helfen, Skills euch vorzustellen. Den habe ich übrigens gefragt, wie viele Typen er hat. Seine Antwort, nicht alle 5, weil dann wäre ich ja perfekt. Okay, also ein paar Skills, approved by Hubrock. Self-Awareness, das war was, wo wir selber, dadurch, dass wir beide Therapie machen, gar nicht dran gedacht haben. Nur wenn wir uns selbst darüber bewusst sind, dass wir jetzt in dem Fall das Imposter-Syndrom haben,
dann können wir etwas an uns ändern. Erstmal müssen wir es wahrnehmen, dann können wir sehen, wie würde ich mir denn vielleicht helfen und das dran ändern. Deshalb, vielleicht hat die eine andere von euch jetzt den Gedanken, ich könnte Imposter-Syndrom haben. Dann macht mal einen Selbsttest. Eigentlich finde ich Selbsttests nicht gut. Aber eine Person mit Imposter-Syndrom würde sich niemals selber Imposter-Syndrom diagnostizieren, weil ich kann das doch nicht, ich bin doch kein Experte. Deshalb Selbsttests. Dann ein weiterer Skill, Fokus auf die objektiv überprüfbaren Fakten und Daten. In der DBT nennen wir das Realitätsüberprüfung. Durch Trennen der messbaren Fakten von Emotionen und Psyche wird eine rationale, realistische Ebene erreicht. Also, das ist mein Projekt und ich schreibe jetzt immer alles auf, was für dieses Projekt nötig war. Ich trenne das aber, ich versuche aber, das in Gedanken von mir zu trennen. Das ist meine Persönlichkeit, das ist mein Projekt. Oder auch, wie in dem Beispiel von Lea, ich diskutiere stundenlang mit einer Freundin über das Thema, weil ich mich im Studium damit so ausführlich befasse und vielleicht meine Bachelorarbeit drüber schreibe. Das ist meine Persönlichkeit, das ist mein Projekt. Und auch, kennt eure Stärken. Okay, nehmen wir doch mal an, dass du eine Mogelpackung bist, dass du das wirklich alles gar nicht kannst. Aber welche Charaktereigenschaften haben euch denn in die jetzige Position gebracht, dass das Projekt abgeschlossen ist, dass ihr berufliche Erfolge habt? Was hat euch dazu gebracht, nicht durchzuhalten, nicht aufzugeben? Und warum seid ihr eigentlich nicht aufgeflogen? Das sind Stärken, die euch auch helfen. Tatsächlich hilft euch aber auch das Imposter-Syndrom. Ich habe in meiner Therapie gelernt, dass psychische Krankheiten auch als FreundInnen betrachtet werden können. Und beim Imposter-Syndrom ist es so, naja, es gibt wahrscheinlich schon Hinweis auf tatsächliche greifbare Probleme, die im Projekten beruflichen sind. Nur die könnt ihr dann als Veränderungs- und Verbesserungsmöglichkeiten nutzen. So, dann ein weiterer Skill. Redet doch mal mit euch selber wie mit eurem besten Freund, Freundin. Wir Menschen sind uns immer die stärksten KritikerInnen. Niemand kritisiert uns so sehr wie wir uns selbst. Deshalb fragt doch mal, wenn jetzt euer bester FreundIn fragen würde, ich würde gerne einen Talk halten, ich habe auch ein Thema, aber ich habe doch nicht Ahnung davon. Was würdet ihr dieser Person sagen? Und was würdet ihr denen sagen, wenn sie Fehler machen, Kommafehler, Inhaltsfehler und sich davon bremsen lassen wollten? Dann hatte ich gesagt, ich gehe immer, durch mein Borderline gehe ich immer vom Worst Case aus. Mein Mann meinte, nein, wir sind jetzt Chaos, nimm Average Case Kopfkino. Also unterstellen wir doch mal, ihr haltet einen Talk und der wird aus welchen Gründen auch immer eine Katastrophe. Welche Bedeutung, welche Folgen hätte das denn nach einer Woche? Wird sich nach einer Woche noch großartig wer dran erinnern? Nach einem Monat, nach einem Jahr? Ich glaube nicht, dass die Katastrophe, die beim Talk passiert, was auch immer das ist, das Content-Team davon abhalten würde, euch bei der nächsten GPN wieder einen Slot zu geben oder bei einem anderen Event. So, dann gibt es noch den Lieblingsskill von Habrock, des Renewals. Ich erzähle euch den aber nicht, weil das ist was, das kann ich sowieso nur falsch machen. Wenn wir nachher noch Zeit haben, erzählt er es euch. Ansonsten sprecht ihn bitte gerne an. Ich sag's nicht. So, dann noch die Frage, ja, warum sollte ich denn überhaupt einen Talk halten? Naja, Talks sind ein Projekt und ihr könnt verdammt stolz auf euch sein, wenn ihr dieses Projekt macht. Aber nicht nur, wenn es abgeschlossen ist, wenn ich hier gleich von der Bühne gehe, sondern erstmal die erste Stufe in diesem Projekt ist, eine Idee zu haben. Ich wurde jetzt mehrfach gefragt, wo finde ich denn Inspiration für Talks? Ganz ehrlich, seid kreativ. Ihr ärgert euch im Alltag über irgendwas aus der IT oder was vielleicht am Rande des CCC ist, wie IT-Fails, ja dann, das ist doch ein Thema für einen Talk. Oder vielleicht fällt euch bei Ausflügen und Sightseeing irgendwas ein, wo ihr uns vielleicht die Technik erklären könntet hier. Wie ist eigentlich dieses Kunstwerk entstanden? Eure Projekte im Job, im Studium. Gespräche, Themen, Projekte im Hackspace. Vielleicht inspiriert euch auch der Call for Participation einfach. Dann die nächste Stufe ist, den CFP zu sehen, überhaupt wahrzunehmen. Auf events.ccc.de, bei der Seite des Veranstalters, also zum Beispiel bei Entropia, oder auf Mastodon. Den Talk einzureichen. In der ersten Version habe ich euch schon erklärt, was ihr braucht. Den Titel für den Talk, das ist die Werbung im Fahrplan. Das ist das, was sofort auffällt. Dann braucht ihr eine Zusammenfassung, ein Too Long Didn't Read und eine Beschreibung. Lorem Ipsum Text, das sind übrigens keine Beschreibungen.
Ein bisschen Inhalt sollte die Beschreibung schon haben. Dann, der Talk wird angenommen oder abgelehnt. Nehmt solche Absagen bitte nicht persönlich. Ich hier bin die Meisterin im alles persönlich nehmen. Aber es ist nicht persönlich gemeint, wenn ein Talk abgelehnt wird. Es kann sein, es gab zu viele Einreichungen. Das ist übrigens echt ein Erfolg für uns alle, wenn es so viele Einreichungen gibt. Oder durch die ganzen Vorschläge findet sich dann die Richtung des Events und dann passt euer Content nicht mehr. Dann wird es abgelehnt. Was aber immer sinnvoll ist, beim nächsten CFP mehr Gewicht auf Titel, Teaser, Beschreibung legen und jemanden drüber gucken lassen. Aber bitte, gebt auf keinen Fall nach einer Absage auf. Bitte. Es gibt noch anderes, was ihr nicht persönlich nehmen solltet. Wenn Menschen aus eurem Talk gehen, das kann an menschlichen Bedürfnissen liegen, an zeitversetzten Talks, vielleicht auch an den Talkzeiten, die euch zugeteilt werden. Nein, die solltet ihr nicht persönlich nehmen, jetzt habe ich mich selber verwirrt. Die Talkzeiten, die euch zugeteilt werden, das Content-Team hat Beginn um 15 Uhr am Donnerstag, Ende um 14 Uhr am Sonntag. In diese Zeit möchten sie die Talks alle packen und welche Talkzeiten euch zugeteilt werden, ist nicht persönlich gemeint, sondern einfach ein ewig langes Puzzle. Nehmt es auch bitte nicht persönlich, welchen Vortragsraum ihr bekommt, weil Leute können eure Talks ja auch streamen. Dann die nächste Stufe, die ein Erfolg für euch ist, das Erstellen und gegebenenfalls Recherchieren des Talks unter Folien. Also selbst wenn ihr ohne Folien auf die Bühne geht, habt ihr ja trotzdem irgendwie eine Idee, worüber ihr reden möchtet. Dann, ich bin der Meinung, dass mehrfach zu üben auch ein Erfolg ist. Aber naja, nochmal zum Vergleich, Leira versus Wawuschle. Ich übe zu Hause mehrfach, 3 oder 4 Mal. Der Leira, üben? Was ist das? Und das Witzige ist, wenn ihr mal einen ersten Talk haltet und ihn ansprecht, er wird euch raten, diesen Talk zu üben, bis ihr ihn auswendig kennt. Er übt nie. Ich bin der Meinung, dass Talks laut Probe zu halten wirklich super wichtig ist. Weil ihr habt da eine Zeiteinschätzung. Muss mein Talk kürzer? Kann ich vielleicht noch mehr Content reinbringen, den ich erst rausgelassen habe, aber wichtig finde? Ihr werdet mit euren Folien vertraut, weil auch nur dann funktionieren sie als Gedankenstütze und roter Faden. Für mich ist es super wichtig zu wissen, was kommt als nächstes, was wollte ich machen. Und ihr habt ein Zeitgefühl, wenn ihr eure Folien kennt. Es kann euch ja vielleicht mal passieren, dass ihr habt 60 Minuten eingereicht. Nein, ihr habt nur 30 Minuten eingereicht. Huch, da muss ich noch ordentlich was rauswerfen, ganz kurzfristig. Und ihr merkt Fehler und Ungereimtheiten dann während dem Üben und könnt es gegebenenfalls korrigieren. Ihr verwirrt euch also nicht im Talk, so wie unsere Kater hier. Dann, denke mal, den meisten von euch sagt das Rubber Duck Debugging was aus der IT. Das ist, ihr stellt euch eine Quietscheente hin, weil ihr gerade mit einem IT-Problem nicht weiterkommt und erklärt es der Quietscheente. Dabei wird es euch einfach selber auffallen, was das Problem ist. Das nutze ich gerne für meine Talks beim Üben. Besorgt euch eine Rubber Duck, eine Quietscheente oder was Vergleichbares, eine Katze, dann möchte gern Holzfäller, eine Dada, der gehört mir. Bittet eure verfreiwilligte Rubber Duck, euren Talk Probe zu hören und euch Feedback zu geben. Und versucht dabei auch auf euch selbst zu achten. Ihr werdet hoffentlich merken, welche Folien in eurem Kopf anders und besser wirken beim Halten und dann könnt ihr noch was ändern. So, die nächste Stufe ist wirklich an diesem Pult zu stehen. Ich hatte es euch ja gesagt, wie lange dieser Weg war von dem Diner an den Pult letztes Jahr. Heute war es deutlich schneller. Und dafür auch wichtig, mein Lieblingsskill für Borderline, radikale Akzeptanz. Das ist das Gegenteil von Wollen, ist die Bereitschaft, Situationen so hinzunehmen, wie sie sind, weil die Situation ist, so wie sie gerade ist, sonst wäre sie anders. Dazu gehört auch der Gelassenheitsspruch, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Konkret bei Lampenfieber wird es heißen, okay, ich halte gleich einen Talk, den ich selbst eingereicht habe, weil ich den Zuhörenden dieses Thema näher bringen wollte. Das ist ein Thema, was mir wichtig ist. Ich habe gute Folien erstellt, sofern ich das gemacht habe, mit denen ich zufrieden war. Ich fand es für mich so gut. Okay, jetzt gerade habe ich Lampenfieber. Das ist eine normale biochemische Reaktion. Meinen Talk halte ich trotzdem. Dann
Wer mich auf Mastodon kennt, weiß, dass ich täglich einen Grund poste, warum ich meinen Mann liebe. Und zwar unter dem Hashtag nach 18 Jahren. Das hat angefangen, als ein Corona-Leugner letztes Jahr nämlich auf die Idee kam, irgendwie, ja, ich bin so und so viele Jahre mit meiner Frau verheiratet, jetzt lasse ich mich scheiden, weil sie lässt sich impfen. Ich so, okay, da möchte ich was dagegen. Und deswegen habe ich eingeführt, nach 18 Jahren braucht Mensch keine Gründe, sich zu trennen. Die hat Mensch sowieso. Nach 22 Jahren Beziehung braucht Mensch Gründe, um zusammen zu bleiben. Meine Special Reason für diesen Talk ist, obwohl mir Habrock seit bald 23 Jahren sagt, wenn ich Lampenfieber habe oder sowas, Tanja, selbst schuld, kein Mitleid. Dann den Talk durchzuhalten. Ist auch ein Erfolg. Ihr dürftet natürlich jederzeit sagen zum Herold, ich kann nicht mehr, ich breche ab. Aber das durchzuhalten ist ein Erfolg. Und das dabei zu atmen auch. Dann, wenn ihr so schnell seid, habt ihr noch eine Fragezeit. Die zu überstehen ist auch ein Erfolg. Und Leute, ganz ehrlich, ihr dürft Mut zur Lücke haben. Ihr müsst kein Möchtegern-Klugscheißer sein oder es wirklich besser wissen, weil gerade hier, niemand muss alles wissen. Wir müssen nur wissen, wo es steht. Und Entschuldigung, wir sind der Chaos Computer Club. Wenn wir hier es nicht schaffen, Fragen in eine Suchmaschine einzugeben, ja, wer denn dann? Und dann, das vergesse ich auch immer als letzte Stufe, stolz zu sein auf das Geleistete. Das hatte ich letztes Jahr, ich habe euch ja noch das Bild versprochen, wie ich knallrot war nach meinem Talk. Aber stolz zu sein. Und wenn ihr einen Talk gehalten habt, macht und schreibt es in euer Tagebuch, postet auf Mastodon, wie stolz ihr wirklich gerade auf euch seid. Okay, ihr könnt es besser lesen als ich am Laptop, das ist sehr gut. So, wartet nicht, bis ihr auf die allerletzte Stufe, bis ihr hier von dieser Bühne runtergeht, sondern seid auf jeden einzelnen Schritt, den ihr aber nicht nur bei Talks, sondern überhaupt im Leben macht, stolz auf euch. Jede Stufe, die ihr bei einem Projekt beruflich oder so geht, ist ein Erfolg für sich, ist ein Grund, stolz zu sein. Jetzt wurde ich noch gefragt, Tanja, was ist denn, wenn ich unterwegs abbrechen, einen Talk absagen muss? Das passiert, Punkt. Der Grund ist völlig egal. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Das Content-Team findet dann jemand anderen, der einen Talk hält. Ich glaube, wir wissen alle, wer es hier machen würde. Ich aber auch. Und auch während des Talks. Wenn ich jetzt sagen würde, ich kann nicht mehr, dann hätte ich meinen Herold hier, dem ich das signalisiere, und dann könnte ich von dieser Bühne runtergehen. Ich müsste nicht sagen, der würde schon die Zeit irgendwie füllen. So. Ein weiterer Grund, Talks zu halten, das merke ich bei mir auch, mich eingehend über was zu informieren, das mich selbst interessiert, wozu ich mich aber nicht aufraffen könnte. Weil es ist doch nur für mich. Warum soll ich denn für mich die Zeit investieren? Ich glaube, das kennen auch viele von euch. Aber dann mich eingehend über was informieren. Und ganz, ganz wichtig, Menschen aus dem Chaos kennenlernen, ins Gespräch kommen. Ihr könnt euer Wissen teilen. Ihr bekommt vielleicht Input, Anregungen. Hey, Perfektionistin und Expertin mit Imposter-Syndrom, ihr bekommt Input und Anregungen, wenn ihr euch traut, über eure Themen zu reden. Vielleicht entwickeln sich auch gemeinsame Projekte. Ich meine, wie gesagt, der Leira und ich, wir haben echt einen Meinungsstreit darüber, wie man Talks hält. Aber wir hatten schon das Projekt auf dem Easter Egg und jetzt hier wieder gemeinsamen Talk für neue SpeakerInnen halten. Das bringt euch, habe ich jetzt mehrfach gehört, auch was, weil wir so unterschiedlich sind. Ich sage üben. Er sagt, nicht üben. Ihr sucht euch dann raus, was für euch passt. Und deswegen fragt immer auch SpeakerInnen mit anderer Herangehensweise nach ihrem Feedback. Und dann nehmt ihr als Anregung mit, was für euch passt. Ihr macht aber auch neue Bekanntschaften im Chaos-Umfeld. Ich weiß nicht, wer was vom Easter Egg mitbekommen hat, weiß vielleicht, warum ich mir für neue Bekanntschaften gerade das hier ausgesucht habe. Da gab es nämlich einen Tetris und ich stand da ewig lang und der Maker, heißt es, glaube ich, hat sich wahnsinnig gefreut, weil ich die Erste war, die dann mal 100.000 geschafft hat. Und ich so, wo war jetzt die Herausforderung? Aber dadurch kannten mich dann auch Leute, haben mich angesprochen. Auch sowas bringen dann neue Bekanntschaften. So, ganz am Ende habe ich noch einen zweiten Disclaimer für euch. Suchtpotenzial. Talks erstellen und halten birgt Suchtpotenzial. Ich glaube, jeder von euch, der schon mal einen Talk gehalten hat, hier oder so, wird es nachvollziehen können. Ich habe ja auch mit einem Talk ganz schüchtern angefangen. Jetzt habe ich zwei und hatte zwei und habe schon die für ein MRMCD eingereicht. Ja, Talks halten macht in gewisser Weise süchtig. Und das ist wirklich ein ernst gemeinter Hinweis. Sucht ist ein Thema, was ich jetzt nur anreißen möchte. Die Gedanken kreisen um den Stoff.
Jesus, okay, wann ist das nächste Event, wo ich einen Talk halten könnte? Die Gründe dafür könnten sein, eure Anerkennung, Wissensdurst, Hyperfokus, gibt ganz viele verschiedene Gründe und ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen, weil das ist ein Thema für das nächste Event mit Version 3, eingereicht habe ich den schon. So. Ich glaube, ich habe gut beatmet, deswegen darf ich jetzt sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, jetzt sprecht mich gerne an. Die Frau mit den giftgrünen Haaren ist wirklich nicht zu übersehen, auf Mastodon oder per Mail. Vielen Dank. So, da müssen wir schon abwarten, bis der Applaus zu Ende ist. Wie war die Zeitbilanz von diesem Talk? Sie hat noch 10 Minuten, perfekt. Ging das dir? Oder? Oh Gott, ich mache immer wirklich viel Zeit. Ich dachte eigentlich, dass ich meinen Isaac-Talk verwende, es ist aber ein komplett neuer Talk. Ich möchte jetzt niemanden hier irgendwie unter Druck setzen, aber ich glaube, an dem Talk saß ich schon so im Schnitt so 10 Minuten pro Folie. Insgesamt, manche Folien gingen schneller, aber ich bin aber auch dann sehr, ich habe dann so viel zu sagen und recherchiere ich dann. Man kann auch einen Talk, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde schreiben, oder? Kannst du das? Ich kann dazu nichts sagen. Also ja, es ist wirklich ganz unterschiedlich. Erstmal danke für den Talk, der war sehr toll und auch sehr informativ. Ah, hi. Dankeschön. In welcher Sprache würdest du den Talk halten? Also das ist auf Deutsch gehalten, aber wieso? Ich könnte ihn auch auf Englisch halten, aber irgendwie lag es für mich näher, weil, keine Ahnung, gute Frage. Warum sollte ich ihn auf Englisch halten? Mal so gefragt. Weil ihn eventuell dadurch mehr Leute verstehen könnten, aber dadurch könnten auch nur Außenforderungen gehen. Nö. Okay, ich nehme das als Herausforderung. Das nächste Event versuche ich dann auf Englisch. Darf ich auch was dazu sagen? Nein, okay. Mein Talk. Okay. Deswegen frage ich. Ja, bitte, sag was. Am Kongress haben wir die Aussage, die Sprache, in der du dich wohlfühlst, weil da haben wir Übersetzungsteams. I could do this in English. Of course you can. Yes. Fragen, Questions. Traut euch. Wo? Ah, da, danke. Ich bin ein alter Mann, ich sehe schon schlecht. Danke, ich habe ein kleines Follow-up aus purer Neugierde zu einer Sache, die du im Nebensatz gesagt hast. Und zwar meintest du, es ist für dich unangenehm, da am Pult zu stehen. Warum nimmst du kein Handmikro und läufst rum? Gibt es dafür einen Grund? Das Rumlaufen wäre genauso doof. Es ist tatsächlich okay. Für mich angenehmer zu sitzen, aber heute ging das mit dem Stehen erstaunlich gut. Also ich hasse es auch in Warteschlangen zu stehen oder so. Ich stehe einfach nicht gerne. Wenn keine Fragen mehr sind, hätte ich da noch was zu sagen von jemandem. Was es gibt noch Fragen. Genau, schick den Lara ruhig ein bisschen durch die Gegend. Also eher eine Anmerkung, weil ich auch das erste Mal einen Talk gehalten habe hier. Gebt Feedback, wenn ihr schon Talks gehalten habt. Und gebt auch Lob, weil das habe ich bekommen und das fand ich sehr super. Und das hilft auch nochmal ein bisschen stolz zu sein. Ja, oh ja. Danke. Apropos Lob, du warst super im Timing, du hast geatmet. Das war wirklich sensationell schön zu sehen. Komm schon. Wo ist es? Ja. Ich möchte auch noch mal darauf eingehen, was du gesagt hast, was sind die Konsequenzen, weil ich komme aus einem Umfeld, wo wir auch Leute probieren zu animieren, sowas zu machen und ganz viele sagen, oh Gott, wenn es nichts wird, also wirklich, ich sage ihnen dann immer, worst case, crash and burn und dann war es das, ja, aber es ist nicht schlimm. So. Genau. Du hast das probiert, du hast was gelernt, passt, Lerneffekt. Hä? Ich wollte noch mal eine Folie öffnen, jetzt habe ich nur noch schwarz. Danke. Weil falls ihr keine Fragen mehr habt, hätte ich jemanden, der euch die Story von den Three Neils noch erklären darf. Ich darf es ja nicht. Ich habe ihn vorhin im Zug gefragt, darf ich es denn? Nur wenn du es wirklich richtig erklärst. Bitte? Ja, das ist der Hardrock.
Das ist die Anekdote von Neil Gaiman, der selber Imposter-Syndrom hat. Und er war mal auf einer Veranstaltung irgendwie mit Künstlern und auch Wissenschaftlern, wo er selber das Gefühl hatte, eigentlich gehöre ich hier nicht wirklich hin. Und irgendwie am nächsten Tag hat er sich dann mit einem älteren Herrn unterhalten, der am Ende des Raumes stand. Und dieser ältere Herr meinte dann auch, ja, jetzt schauen Sie sich die ganzen Leute an, die wirklich was geleistet haben. Ich bin ja eigentlich immer nur dorthin gegangen, wo man mich hingeschickt hat. Von Neil Gaiman dann, Sie waren der erste Mensch auf dem Mond. Ich glaube, das zählt schon als was. Also, und für mich ist das dann so, okay, auch wirklich Leute, die objektiv was geleistet haben, können an Imposter-Syndrom leiden. Also noch andere Promis, die Imposter-Syndrom haben, die wirklich was geleistet haben, was ihr auch sehen werdet. David Tennant, Doctor Who, Tom Hanks. Das sind ja alles auch Leute, deswegen Imposter-Syndrom zu haben, ihr könnt trotzdem erfolgreich sein. Traut euch trotzdem Talks zu halten oder auch zu euren beruflichen Erfolgen zu stehen. Gibt's noch Fragen? Letzte Chance. Ihr habt eine der besten Sprecherinnen am Event für Fragen. Ich könnte auch ja, alle gleich mit zu meinem Workshop kommen. 16.30 Uhr Workshop, gemeinsam gegen Cybermobbing. Gut, es gibt... Nein, ich muss jetzt hier Talk halten. Gibt es noch Fragen? Ich bin uninteressant. Sie ist interessant. Gibt es noch Fragen? Letzte Chance, weil sonst macht man zu. Gut. Nachdem es keine... Oh, doch, eine. Hurra, danke. Ich stelle auch die Fragen gerne für euch, wenn ihr nicht wollt. Ist überhaupt kein Thema. Was hältst du eigentlich von Mannerschnitten? Ich bin die Person, die so eine... Wie groß war die Kiste mitgebracht bekommen hat und ein Unboxing gemacht hat am Donnerstag als Video. Noch Fragen? Ich finde nur Bestechung nicht so gut. Ich sehe keine gehobene Hand mehr. Wir hätten noch 3 Minuten. Dann würde ich sagen, Tanja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ein sensationeller Talk. Dieser Applaus gehört dir. Danke, Tanja. Applaus